Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Hallo und herzlich willkommen zur allmonatlichen Liederbestenliste hier im Rockradio und auf Alex Berlin, sagt Petra Schwarz, Mitglied der Jury der Liederbestenliste. Heute, an diesem letzten Freitag im Februar 2022, schauen wir wie an jedem letzten Freitag im Monat nach vorn. Heute logischerweise auf die Märzwertung 2022. Der Ordnung halber sei wie immer erwähnt, der Sendeverantwortliche ist Klaus Schnabel-Köpplin. Und auch gleich zu Beginn wie immer schon einmal der Hinweis, die Wertungen der Liederbestenliste, dann auch schon für März, findet ihr auf unserer Website liederbestenliste.de. Dort könnt ihr auch sehen, dass es im März nur 2 Songs auf Anhieb neu, kein Song von weiter hinten und dieses Mal 3 Songs wieder in die Wertung, also in die Top 20 geschafft haben. Ja, da ist also dieses Mal wieder einige Bewegung drin, die sich musikalisch in der kommenden knappen Stunde widerspiegeln wird, denn wir hören all diese neuen Songs und noch einiges darüber hinaus. Es gibt wie immer die persönlichen Empfehlungen, Lied und Album und ich habe einen Studiogast, dazu nachher mehr. Gehen wir erstmal rein in die Top 20 der Märzwertung. Platz 20 ist punktgleich dreifach belegt. Zum einen mit Hannes Wader, der im Februar auf 18 neu eingestiegen war mit seinem alten Hit Heute hier, morgen dort. Zum zweiten mit Sarina Radomski, so heißt sie, und Max Prosa mit dem Song Die Sonne scheint, wieder in die Top 20 aufgestiegen und neu in der Wertung Die Feuersteins mit Los. Die Stadt ist zu klein, die Häuser zu hoch, die Straßen zu eng, die Luft ist zu dick, wo ist der Horizont? Schulter an Schulter, Kopf an Kopf hetzen wir die Scheuklappen auf, die Ellbogen raus. Wo ist der Horizont? Morgen wach ich auf, ich steh auf und geh raus. Ich nehm dich an die Hand und los. Zwischen uns.
im Ruhrgebiet neu in der Liederbestenliste und gleich in die Top 20 aufgestiegen. Die Feuersteins, die heißen alle drei Feuerstein. Ob die Geschwister sind oder irgendwie miteinander verheiratet, das muss ich noch rauskriegen. Auf 19 wieder in der Wertung Fee und die HR, was so viel heißt wie Hessischer Rundfunk, Big Band. In Albanien warst du Schäferst, auf Bali eine Bar, den Tsunami überlebt, jetzt ist es ruhig, was war, das war. Deine Tochter in der Schweiz, sie will dich nicht mehr sehen, du hast ihr tausendmal geschrieben, wie es ihr wohl geht. Es wird auch nicht leichter, solange du Angst hast, dass du nicht reinpasst, wie ein Kind bist, das blind ist für alles, was es auffällt. Schon immer rastlos, wohinlos, hör auf zu lügen, es ist sinnlos. Dein Haus ist umstellt. Dein Haus ist umstellt. Sonntags fährst du raus und dann gleich wieder rein. Du sitzt am liebsten in der Bar, weil du dann abhauen kannst. Jederzeit, egal wann. Es wird auch nicht leichter, solange du Angst hast, dass du nicht reinpasst, wie ein Kind bist, das blind ist. Für alles, was es auffällt, schon immer rastlos, wohinlos, hör auf zu lügen, es ist sinnlos. Denn dein Haus ist umstellt, dein Haus ist umstellt. Komm raus, du bist umzingelt von alten Freunden, die sauer auf dich sind, weil du dich so lang nicht mehr meldest. Von alten Freunden, die sauer auf dich sind, weil du ein Kind bist, das blind ist für alles, was es auffällt. Schon immer rastlos, wohinlos, hör auf zu lügen, es ist sinnlos. Dein Haus ist umstellt, dein Haus ist umstellt. Und die HR Big Band im März wieder in die Top 20 auf 19 eingestiegen. Ja, auf 18 auch wieder in der Wertung. Christoph Hansen, Martje und Kalle Johansen mit Dünenrosen. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben den Song in einer der letzten Sendungen schon gehört. Auf 17 kein Song, weil zwei Songs punktgleich auf 16 liegen. Christoph Bürgin ist da mit De Schrift à de Wand. Klingt ein bisschen komisch, ist Schwitzerdütsch. Und Pampatutti mit Reichtum ist mein Lied. Beide Songs haben wir in einer der letzten Sendungen gehört.
auf 15. Der Traum ist aus, von der CD Heiter bis Wolkig. Auf 14, so wie im Februar auch, Barbara Thalheim mit ihrer, so gehört in der letzten Sendung, Interpretation des Einheitsfrontliedes von der CD November Blues, Deutschlands 9. November. Barbara Thalheim hat sich mit einem weiteren Song viel weiter vorn in der Märzwertung platziert und den hören wir dann auch. Und dann gibt's auch eine top aktuelle Information zur besten Liste in Sachen Preis der deutschen Schallplattenkritik. Auf 13 Tom Hauser mit Alles ist einfach, um einen Platz gestiegen. Auf 12 neu in der Wertung ein Song von der Doppel-CD, Dass wir so lang leben dürfen. Eine Hommage mit Liedern des, Zitat, Erzpoeten und Eulenspiegel Manfred Hausin. Konkret ist es der Titelsong, interpretiert von Hannes Wader. Dass wir so lange leben dürfen, Schnäpse kippen, Rotwein schlürfen, feurig würzen, Biere stürzen, prassend unser Leben kürzen, prassend unser Leben kürzen. Dass wir so sehr lieben können, Loser sind, die gern gewinnen, blind von Tränen, krank vor Sehnen, fallen, weil wir uns anlehnen, fallen, weil wir uns anlehnen, dass wir so sehr lieben können. Dass wir so viel kämpfen müssen, meist vergebens, oft verbissen, nichts von Dauer, nur die Trauer, kennen wir jetzt viel genauer, kennen wir jetzt viel genauer. Dass wir unsere Lieder singen, sie durch laute Zeiten bringen, manchmal nur ganz leise summen, aber niemals ganz verstummen, aber niemals ganz verstummen, dass wir unsere Lieder singen. Dass wir noch Gedichte schreiben, und zwar solche, die einst bleiben, stark wie Eichen, die nicht weichen, zart wie Seerosen auf Teichen, zart wie Seerosen auf Teichen. Dass wir grüne Gärten bauen, wo die Elfen in den lauen Nächten zwischen Pflanzen tanzen, sorgen uns ums Wohl des Ganzen, sorgen uns ums Wohl des Ganzen, dass wir grüne Gärten bauen. Dass wir tiefe Brunnen bohren, unbeirrbar und verfroren, hart uns schinden, Quellen finden, Seher sind unter den Blinden, Seher sind unter den Blinden. Dass wir euch als Freunde nennen und durch euch erst Freundschaft kennen, mit euch lachen, Pläne machen, Glut im kalten Haus entfachen, Glut im kalten Haus entfachen, dass wir euch als Freunde nennen. Dass wir so lange leben dürfen, Schnäpse kippen, Rotwein schlürfen, feurig würzen, Biere stürzen, passend unser Leben kürzen, passend unser Leben kürzen, dass wir so lange leben dürfen. Auf
12 im März. Hannes Wader neu mit diesem Song in der Wertung. Und übrigens, das ist eine Doppel-CD, wo alle möglichen Leute eben Songs oder Texte von Eulenspiegel singen. Und das Ganze ist Album des Monats. Einfach auf der Liederbestenliste.de schauen, da gibt es mehr Informationen. Auf 11 in der Wertung im März, wie im Februar auch, Christina Lux mit Mond. Meine Decke ist schwer, doch wenn's nicht so wär, würde ich in die Nacht hinausfliegen und mit dem Mond einsaufen gehen. Mit dem Mond einsaufen gehen. Meine Stiefel sind schwer, doch wenn's nicht so wär, würde ich in den Tag hinausschweben und blieb auf jeder Wolke kleben. Blieb auf jeder Wolke kleben. Ich weiß nicht, wo's hin ist und ob's irgendwann mal wiederkommt oder ob ich vielleicht einfach durchsichtig wär. Dann könnte ich dein guter Geist sein, wäre da, wenn du sagst, dir ist zum Wein. Und dann käme ich mit lieben alten Geschichten und würde ich damit irgendwann bestimmt wieder zum Lachen bringen. Es ist nicht leicht, auch ich such nach Wegen, um wieder ins Leben zu fliegen, mit dir in tiefer Umarmung zu liegen. Mit dir in tiefer Umarmung zu liegen. Ich weiß nicht, wo's hin ist und ob's irgendwann mal wiederkommt oder ob ich vielleicht einfach durchsichtig wär. Geist sein, wer da, wenn du sagst, sie ist zum Wein, ich würde einfach bleiben, oh, yeah. Bis ich weiß, wo es hin ist und dass ich jetzt wieder landen kann und dass ich mit allem, was ich bin, wieder sichtbar werde. Ich werde ganz nah bei dir sein, weder dir noch mir, wer noch zum Wein. Dann erzählen wir uns ganz neue Geschichten, bis uns endlos trennen über die grinsenden Wangen. Zu feiern, wie es kommt. Hey, 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 hey. Christina Lux, die Liederpreisträgerin 2020, neu zum zweiten Mal mit diesem Song in der Liederbestenliste auf 11. Auf 10 von 7 kommen Shirin David mit Schlechtes Vorbild. Den Song haben wir auch schon mehrfach gehört. Platz 9 ist nicht vergeben, da sich punktgleich zwei Songs auf 8 platziert haben. Schwessi mit Revolution von 6 kommend und Duo Hand in Hand gleich geblieben mit Meine Liebe, mein Glück. Auf Platz 7 gibt es in der Liederbestenliste keinen Song. Ihr ahnt es schon. Platz 6. Ist doppelt besetzt. Die Edelweiß-Piraten mussten den mehrfach von ihnen besetzten ersten Platz abgeben und sind nun auf 6 eben. Und Tobias Thiele ist dort, von 5 kommend mit Es brennt. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Unser Haus steht in Flammen und wir sind tief drin gefangen und die Funken sprühen. Wohin können wir denn noch fliehen? Es rettet sich jeder, der kann, jede Frau und jeder Mann und jede Pflanze, jedes Tier. Was können sie schon dafür? Das wussten wir lange schon. Das ist eine Kettenreaktion und es gibt kein Zurück. Da
Das Haus verbrennt Stück für Stück. Lass uns anfangen aufzuhören, das Haus und uns selbst einfach zu zerstören. Lass uns anfangen aufzuhören, die Zeichen der Zeit zu überhören. Lass uns anfangen aufzuhören, wir müssen vor unserer eigenen Haustür gehen. Lass uns anfangen aufzuhören, denn sonst geht es nicht mehr. Wir sitzen in einem Boot, das ist schon lange in Seenot. Wir rennen gegen die Zeit und sind schon längst viel zu weit. Und alle laufen weg, doch es gibt kein Versteck. Es brennen Wälder und Blumen, lass uns endlich was tun. Lass uns anfangen aufzuhören, das Haus und uns selbst einfach zu zerstören. Lass uns anfangen aufzuhören, die Zeichen der Zeit zu überhören. Lass uns anfangen aufzuhören, wir müssen vor unserer eigenen Haustür gehen. Lass uns anfangen aufzuhören, denn sonst geht es nicht mehr. Ich seh Rauch über Wasser. Feuer im Himmel, man denkt, das war's, ja. Die Pole schmelzen, es wird heiß. Es bricht schon längst das letzte Eis. Yeah. Lass uns anfangen aufzuhören, das Haus und uns selbst einfach zu zerstören. Lass uns anfangen aufzuhören, die Zeichen der Zeit zu überhören. Lass uns anfangen aufzuhören, wir müssen vor unserer eigenen Haustür gehen. Lass uns anfangen aufzuhören, denn sonst geht es nicht mehr. Lass uns anfangen aufzuhören, das Haus und uns selbst einfach zu zerstören. Lass uns anfangen aufzuhören, die Zeichen der Zeit zu überhören. Lass uns anfangen aufzuhören, wir müssen vor unserer eigenen Haustür gehen. Lass uns anfangen aufzuhören, denn sonst geht es nicht mehr. Tobias Thiele, es brennt auf 6 im März. Auf 5 Köster und Hocker mit Scheng 21. Da kann man sich nicht so richtig was vorstellen. Das Schöne ist aber, dass diesen Song mein Kollege, mein Jurykollege Hans Jakobshagen aus Köln empfiehlt. Und jetzt werden wir gleich lernen, was Scheng 21 heißt. Er schreibt nämlich, der Scheng ist ein Kölner, eine Kölsche und hieße auf Hochdeutsch vielleicht Johannes. Also, der Scheng sitzt zwischen seinen engen 4 Wänden zu Hause und wartet zu Weihnachten auf seine Verwandtschaft. Sehnsüchtig blickt er nach gegenüber an die Ecke, wo seine Lieblingskneipe ist. Dort wird gesungen und Bier getrunken. Die Verwandtschaft kommt und geht dann auch wieder. Und dann kommt auch das Happy End für den Scheng. Eng Schweng für de Scheng. Dieses Lied aus dem Repertoire von Gerd Köster und Frank Hocker hat in Pandemiezeiten einen neuen Text bekommen. Es ist nicht die bucklige Verwandtschaft, die den Scheng in seinen engen 4 Wänden zwängt. Es ist das Virus. Die Kneipe gegenüber ist geschlossen und wenn sie wieder aufmacht, wird dort lediglich getestet. Es wird immer enger für den Scheng. So kauft er sich einen Hund zum Gassi gehen, denn seine Tierliebe ist legendär. So kann er auch noch nach 9 Uhr abends zum Skat. Irgendwie ist die Pandemie dann vorbei, ebenso wie die Tierliebe. Der Scheng kann wieder rausgehen, doch auch jetzt macht die Kneipe nicht wieder auf. Er blickt von seinem Fenster aus nur noch auf einen Laden mit Hundebedarf. Ja, Köster erzählt in diesem Lied an einem Beispiel, wie die Pandemie Menschen beeinflusst hat. Geradezu liebevoll schildert er das Schicksal des Scheng, das gleichnishaft für das Erleben aller in diesen Zeiten steht. Und wie die Seuche die kleine Welt jedes Einzelnen verändert hat, im Gegensatz zu den Folgen des lästigen Weihnachtsbesuches, sind diese Veränderungen nachhaltig. Das Schöne an dem Lied ist, dass Köster aufgrund der Pandemie nicht, wie es zurzeit in etlichen Liedern passiert, den Weltuntergang beschwört. Aber er zeigt an der kleinen Geschichte vom Scheng, dass es drastische Veränderungen im Leben der Menschen gibt, denen wir alle so oder so unterworfen sind. Und die treibende, fast fröhliche Musik dazu sagt, es wird weitergehen. Der Scheng hat wieder Südwind im Buch, 14 für Pizza und Nudeln auch.
hat er sich so je nicht bewegen. Auch ein Kölsch vom Fass, gehen wir gelegen. Der dritte Pandemie-Welle ist schlimm, die geht einfach nicht rum. Keine Besuch, nur Handy schwarz, es ist doch alles zehnmal schon gesagt. Und ich spring's durch die Jettingen, ob's in Wienschaft ob der Eck. Da sind sie nochmal am Singen, jetzt hängt nur noch der Roller herauf von der Deck. Eng Weng für den Schenk, der Lockdown trägt sich in den Läng. Penitente Mutante und nicht Ordnungsampe. Eng Weng für den Schenk, Eng Weng für den Schenk. Intensiv litt der Cousin und Cousin Nadine und Problempanz Franz. Drum war ohne ihn daheim in der Land. Der Schenk hat sich ne Hunk besorgt, ne Königsbuddel stolz wie ne Storch. Die Liebe war immer schon sin Art. Jetzt kann er auch noch nirgendwo noch noch heim zum Skat. Der dritte Mann ist der Weberswil, im Jogginganzug 2 Promille. Und ganz legal um 3 Uhr plus, dunkel sportlich hin und Huss. Und ich sing ja Dinge Nische, Süder Schengen sind Wirtschaft auf der Eck. Und sie hat's für ganze Grieche, da wird jetzt getestet, der Wirtschaft ist weg. Eng Weng für den Schenk, der Ausgangssperre trägt sich in den Läng. Penitente Mutante ohne Ordnungsampe, Eng Weng für den Schenk. Die Pandemie ist jetzt vorbei, der Buddel drüben dem Schenk einerlei. Er hätt ihn mit Verlust vermagelt, für dat hier trägst du nicht ins Bienendackel. Problem fand's Franz, löde ne Brüll, ob einmal is et Quarantäne still. Der Franz hätt am Laptop in der Eck dem Schenk sin Pornos nicht entdeckt. Der Schenk, der spinnt durch die Jettingen, was wäre doch der Eck doch feuer scharf. Da ist kein Wirtschaft mit zu fingen, nur ihr Chef für Hundebedarf. Eng Weng für den Schenk, da lockt der Tag sich in den Läng. Penitente Mutante und nicht Ordnungsampe. Eng Weng für den Schenk, Eng Weng für den Schenk. Trösch noch noch ungewisse streng. Jetzt ohne Link, überall hin. Happy Eng für den Schenk. Happy Eng für den Schenk. Gut, dass uns Hans Jakobshagen erklärt hat, worum es in dem Song geht. Kölsch, Köster und Hocker mit einem Riesensatz. Nach vorn auf 5 geklettert von 18 aus Köln. Und eben die persönliche Empfehlung Lied meines Kollegen Hans Jakobshagen. Ja, und wenn wir einmal dabei sind, die persönliche Empfehlung Album kommt von unserem Jurymitglied Michael Löse, auch aus Köln. So viel O's und Ö's hier in diesen Namen. Er schreibt unter anderem über Stefan Kleinkrieg und sein Album Die Sonne scheint für alle. Ich gestehe, er war ein Held meiner Jugend, wie wohl für die meisten, die Anfang der 80er Jahre in der Pubertät waren. Völlig durchgeschwitzt grölte ich in der Kieler Ostseehalle mit bei Hurra, hurra, die Schule brennt oder Flieger, grüß mir die Sonne, aufgepeitscht von den markigen Gitarrenriffs von Stefan Kleinkrieg. Aber dann endete der Boom deutschsprachiger Rockmusik ebenso plötzlich, wie er gekommen war. Extra breit verschwanden zwar nicht in der Versenkung, aber doch von den Titelseiten. Doch auch ohne goldene Schallplatten machte Stefan Kleinkrieg weiter Musik und was für welche. Ob mit seiner Band Extrabreit, die er 1978 gründete und die es bis Ende 2020 mit Auf Ex sogar wieder in die Charts schafften, oder als Solist, wie auf seinem neuen Album Die Sonne scheint für alle.
Ein nostalgisches Alterswerk, auf dem der 66-Jährige alle Register seines Könnens zieht und bei dem die Sonne der Inspiration in der Tat kräftig durchs Fenster des Hagener Plattenstudios geschienen hat. Denn so hat man dieses Urvieh des Deutschrocks noch nicht gehört. Zusammen mit seiner exzellenten jungen Band erfindet er sich musikalisch neu und bleibt doch ganz bei sich. Statt krachendem Rock'n'Roll überwiegen eher die leisen Töne, atmosphärisch dichte Balladen mit Akustikgitarre und Bluesharp. Von der Orgel bis zum Kontrabass reicht das Instrumentarium, was nicht heißt, dass die E-Gitarre Hausverbot hätte. Doch diese Klammer des beeindruckenden stilistischen Spektrums bildet zweifellos Kleinkriegs markante Stimme. Kleinkrieg gewährt auf dem Album durchaus intime Einsichten in sein Leben und doch hält er immer die Balance, seine Erfahrungen so zu formulieren, dass sie von allgemeinem Interesse sind und den Hörern Raum für eigene Assoziationen bieten. Als geerdeter Typ vom Rand des Ruhrgebiets verliert er sich nicht im Metaphern-Overkill, sondern redet geradeaus und ohne Scheu vor deftigen Formulierungen. So ein Teil der Begründung meines Jurykollegen Michael Lohse und so klingt der Titelsong des empfohlenen Albums. Das Licht.
Ja, soweit der Titelsong der persönlichen Empfehlung meines Kollegen Michael Lohse aus Köln. Die gesamte LP, das gesamte Album, aber vielleicht gibt es auch eine LP, ich weiß es gar nicht, von Stefan Kleingrick empfiehlt er nachzulesen auf unserer Website liederbestenliste.de. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Ihr hört wie an jedem letzten Freitag im Monat die Liederbestenliste auf rockradio.de und heute am Freitag seid ihr auch mit Alex Berlin über UKW 91,0 dabei. Am Mikrofon Petra Schwarz. Einen schönen guten Tag nochmal. Ich trage noch nach, der eben gehörte Song ist auf 5 in der Liederbestenliste platziert und auf 4 ist noch einmal Hannes Wader von seinem neuen Album Poetenweg und zwar mit dem Song Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Den haben wir in der letzten Sendung gehört. Ja, und bevor wir nun zu den Plätzen 3, 2 und 1 kommen, kommt mein Studiogast zum Zuge. Schön, dass er da ist. Ich sage ein herzliches Willkommen, Herr Horst. Ja, guten Tag, Petra. Hallo. Vielen Dank für die Einladung in diese heiligen Hallen hier. Na Mensch, bei Alex. Man sieht dich ja auf der Website, sieht man dich im Studio bei einem kleinen Clip und der ist ganz lustig. Den kann ich bei der Gelegenheit nur empfehlen, fällt mir ein. Ganz aktueller Anlass für deinen Besuch. Hier ist das heutige Erscheinen des Herr Horst Albums Nummer 3. See you später. Ist ja Englisch, muss man ja see sagen. Das ist ja die Frage, ob es Englisch ist, aber vielleicht ist es ja ein bisschen so. Englisch. Oh, okay. Jedenfalls das See you muss mit einem scharfen S gesprochen werden. Das sollte man versuchen, so. Aber wenn es dir sächsisch rausrutscht, ist überhaupt kein Problem. Mein Lieber, in meinem Falle ist es thüringisch. Jedenfalls ist das der aktuelle Anlass und es ist ganz wunderbar, dass du deswegen da bist. Wir reden gleich. Zunächst hören wir mal was, schlage ich vor. Es scheint ein Song zu sein, der auf die Situation seit ziemlich genau 2 Jahren, nämlich die Corona-Pandemie, geschrieben ist. Ist er aber nicht. Stand im Fass, Gier nach den Sternen. Stehen im Gluten auf brennenden Farmen. Vergeben, begnaden, erweichen, erbarmen. In der Distanz fliehen die Fernen. Viren spazieren in Tieren, die wir hören. Anscharnieren durch Türen und portionieren. Spekulieren.
weißen Wind. Schlaf, 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 Wölfchen brav, Hütchen weiß, wer weiß, Wind, 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 Wind. Des dritten erste Auskopplung. So steht's auf der Website von Herr Horst und weiter. Ein Lied über ferne Nähe und nahe Fernen, über Zerrissenheit, Distanzen, Unsicherheiten, Schulden und Schuld. Aber wir bieten natürlich auch wieder die große Erklärung und Lösung auf den Silbertabletten dieser Welt. Horst, ein typischer Herr Horst? Könnte man so sehen. Ja, das ganze Lied und die Ankündigung vielleicht auch. Ja, also das ist eigentlich schon unser Anspruch, die Sachen immer in dieser Dringlichkeit, in dieser Ausführlichkeit, in dieser Brisanz zu formulieren, ja. Und wir merken an den Songtexten, aber natürlich auch an den Beschreibungen und so, wie du redest, du bist ein Wortakrobat. Das fällt mir immer gleich ein, wenn ich an dich denke. Dem kann ich nicht entrinnen, aber das schadet eigentlich den Liedern nicht. Finde ich auch. Ihr seid eine Berliner Band mit Musikern aus Berlin, Potsdam und Sachsen, konkret aus Dresden. Genau. Oder Dresden. Man könnte sagen Berliner Westküstenrock, ne, weil ich persönlich komme aus Spandau inzwischen, aber wir können ja doch so stehen lassen, alles genau. Genau. Euch gibt es seit, Horst? Ja, in dieser Rockbesetzung, was jetzt diese Stilistik betrifft, seit 3 Jahren ungefähr, könnte man sagen. Also voll Pech gehabt mit Live-Spielen. Ne? Voll reingekommen sozusagen, gerade als losgehen sollte, kam etwas, was dann ein Virus war. Du hast das wahrscheinlich heraufbeschworen, denn du sagst ja, der Song war schon vorher da. Also wenn das jetzt gleich zu Ende ist, wenn ich die Schuld auf mich lade, dann tue ich das hiermit natürlich. Aber du betonst sehr in den Gesprächen, auch die wir bisher hatten, dass das kein Song ist, der jetzt aktuell geschrieben worden ist. Den gibt's schon länger. Nee, genau. Den Text vor allem gibt es auch schon länger halten. Und die, ja, das ist einfach nur ein Gleichnis auf alles Schlechte in dieser Welt. Bei uns geht es ja sehr grundlegend, sagen wir mal zu, oder existenziell in vielen Dingen. Der Sinn des Lebens oder der Sinn des Todes oder der Unsinn des Todes, je nachdem. Und da kommt sowas dann zwangsläufig bei mit raus. Ne? Ja. Viren hatte ich mir gewünscht, hatte ich ja gesagt. Und jetzt kommt dein erster Musikwunsch von der dritten. Warum ausgerechnet Mach dich schön? Ja, das ist genau eigentlich ein Ermutigungslied, mehr oder weniger. Wir haben ja, das ist jetzt eine Überraschung, ich greife vor, noch ein Projekt, was begleitend zur Platte erscheint oder zum Album erscheint. Und da gibt es auch mehrere, sagen wir mal, Kapitel drin. Und eines davon heißt Ermutigung und in dem Kapitel steckt dieses Liedchen mit drin. Was das für ein Projekt ist, dazu nach der Musik mehr. Herr Horst. Wenn wir durch Kleinigkeiten in tiefen Kummer gleiten, wenn von den tausend Dingen nur die im Traum gelingen, mach dich schön, nimm den Föhn und trille Locke in Drehdur. Lass dich gehen, wenn dich sonst niemand irgendwo hingehen lässt. Mach dich schön, für den Spiegel auf der überall Hohlspur. Wenn wir in fremden Breiten durch schwarze Weiten reiten, wenn Klitze Streitigkeiten sich zum Orkan erweiten, wenn von den tausend Dingen nur die im Traum gelingen, wenn hell die dunklen Tönen und wir uns nicht gewöhnen. Mach dich schön, nimm den Föhn
tausend Tönen. Lass, lass, einfach lass, lass, Wein ins Fass. Wenn du nirgend wohin, lass dich gehen. Einfach mach, tausend Tönen. Bleib nicht stehen, wenn du was sehen willst, kommt die Zehn. Sonst niemand irgendwo hingehen lässt. Mach dich schön für den Spiegel, auf der überall wohl Spur. Du wirst sehen, nach der Neun kommt die Zehn. Keiner wird dich verdrehen, oh, man wird dich verstehen. Ja. Die Gleichnisse sind hoffentlich angekommen. Na, süß, oder? Ein sehr schönes Liedchen innerhalb der Liederbestenliste. Gefällt mir sehr gut. Ja, finde ich auch. Schauen wir mal, ob das klappt. Heute ist ja wirklich die richtig offizielle Premiere. Wir haben 168 Stunden noch die Vorfreude verlängert, aber heute ist die offizielle Bemusterung und nächste Woche ist der ganz offizielle Erscheinungstermin. Ah, so ist das. Okay, ja, ich hatte das jetzt für mich vereinnahmt und dachte, heute am 25. Nein, das war nur für dich und die Kollegen. Genau. Ich verstehe. Und weltweit für die Millionen Hörerinnen und Hörer schon mal ein kleines Schmankerl. So sieht's aus. Du hast eben angedeutet, da gibt's noch ein Projekt. Ich hab's hier in der Hand, man sieht's nicht, aber es heißt Stein im Brett. Ja, das ist das Musterbüchlein für unser... Du hast vorhin Songbuch gesagt, aber wir können unsere kulturelle Tradition nicht verleugnen. Es ist ein Gesangbuch. Entschuldigung, ein Gesangbuch, okay. Und da drin werden sein die Texte, Akkorde? Genau, sowas in der Art. Also alle Texte, die es gibt, von Liedern, die wir manchmal auch nur live spielen zum Beispiel. Mhm. Alles, was jemals erschienen ist auch. Mhm. Und da das auch noch klassifiziert und in Registern verwurstet, sodass man auch nach Schlagworten gucken kann, welche Lieder denn dazu passen könnten. Ja, und das Ganze, also jetzt nicht nur das Gesangbuch, sondern die Musik dazu, die von euch aufwendig produzierte und lange gebastelte Musik, die gibt's aber wahrscheinlich nicht auf CD, ne? So ist es. Auf CD nicht, nee. Also das irgendwie, für unser Gefühl zumindest, oder unseren Beobachtungen zufolge, was jetzt unsere eigenen Tonträger betrifft, ein aussterbendes Format irgendwie. Und deswegen, wir machen schon noch eine Vinyl. Wir dachten eigentlich, dass wir die im Sommer irgendwie rausholen können, aber die Kollegen haben schon gesagt, ja, vor Weihnachten schaffen wir das noch. Na, schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, ne? Kann man sich ja jetzt schon mal vormerken und schon mal sparen. Und Vinyl ist ja absolut modern. Ja, und das wird auch in diesem Fall wieder ein transparentes, irgendwie farbiges Vinyl sein. Das Cover kann man sich schon angucken, das ist bei uns auf der Website auch zu sehen. Genau, auf der Website von Herr Horst, da kann man sowieso eine ganze Menge sehen, da kann man die Songs dann auch hören. Und ihr streamt sie über die bekannten Plattformen? Überall, ja, gestreamt, also die Stream-Plattformen, die beliefern wir schon alle. Ja. Apropos Stream und Plattformen, wir beide hatten neulich einen Podcast miteinander. Ja, der war sehr schön übrigens. Ja, danke. Herr Horst war bei Schwarz hören und bei der Gelegenheit habe ich gelernt in Vorbereitung, Herr Horst hat auch einen Podcast, das heißt genau genommen einen Horstcast. Ein Horstcast, und ja. Das Besondere ist, herrlich, ich habe es noch nie gehört, da sitzen zwei Männer, meistens auf Entfernung, den ich gehört habe, das waren nur 5 Kilometer. Da wird dann ausgerechnet, wie groß man sein muss, dass man sich trotzdem noch sieht oder wo man stehen muss, damit man sich noch sieht. Und die beiden Herren, das ist das Interessante, neben Herr Horst ist das nämlich Jerry O. Und Jerry O. ist... ein klassischer Engländer, würde ich sagen. Genau, spricht auch so klassisches Englisch. Und das Schöne ist, ohne euch beirren zu lassen, spricht er Englisch und du Deutsch. Aber ihr versteht euch. Wir verstehen uns und die Leute, die ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch und die andere Sprache richtig können, die verstehen das Englisch auch, ja. Ja, das funktioniert. Also, du machst das Ganze mit wahnsinnig viel Liebe. Auch das Ganze drumrum, was die neue Veröffentlichung betrifft. Da bist du dran an allem Möglichen bis hin dazu, wie das Ganze aussieht. Und du hast auch noch Zeit, und das möchte ich als letztes ansprechen, Honig zu machen. Ja, ne? Wann schläfst du?
Naja, ich meine, die Bienen schlafen ja auch manchmal und dann kann ich mich auch hinlegen. Weil du bist ja Ingenieur und gehst auch einem Brotjob, könnte man sagen, nach? Ja, das ist ein sehr angenehmer Arbeitgeber und die Kollegen, die sind extremst unterstützend für mich auch da. Ja. Ja. Viele Grüße. Und es muss er alles unter einen Hut bringen. Und es gibt eben jetzt ganz neu, ich behaupte mal, Premiere heute. Er hat zwar gesagt, in einer Woche, das nehmen wir jetzt hier nicht so ernst, aber See you später gibt es das dritte Album von Herr Horst. Und wir hören noch einen Song, den hast du dir gewünscht wieder. Das ist Sodom und Gomorra. Warum der? Ja, weil es einfach mal passt. Okay, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für den kurzen Besuch im Studio. Danke. Ja, ich sage doppelt danke. Alle tief im schlimmen Schlamm. Wir wollen kein Kalb und Lämpchen drin haben. Wir wollen gerne in die Ferne, doch nie hinfahren. Mann, Mann, wir stecken alle tief im Lammbamm. Wir schlagen uns in den Tram und wollen kein Kabel um den Schnabel und kein Pflaster über Tram haben. Schlägst du die Türen zu, kein Rückweg in Sicht. Wir wollen kein Nabel aus wie Babel mit einem Gottesnabelkabel. Keine Messi aus wie Sippi mit Dreisacken ohne Schlüppi. Steigen ohne Stiegen, fliegen hinter Türen. Fliegen ohne abzubiegen ins verträumte Sodom und Gomorra. Mann, Mann, wir stecken alle tief im Schlammbamm. Mal langsam ein Verkessen und ohne großen Stress da ganz von vorne anfangen. Bam, bam, der fragt das Kälbchen und das Lamm dann. Warum sind Sessel drin im Kessel und kein Kätzchen nebenan haben? Schlägst du die Tür zu, kein Rückweg ins Licht. Außen ist in den Jahre Rinnen, die nicht strecken sind am Schwimmen. So wie Missy aus Mississippi mit ihren Socken ohne Schlüppi. Steigen ohne Stiegen, fliegen hinter Zügen. Fliegen ohne abzubiegen in zertrümmte Sodom und Gomorra. Draußen ein Kälbchen, die war nicht hat und hofft, dass man sich quält. Drin ein Häbchen, die scharf haben gemalten Himmel zählt. Draußen ein Lämpchen, vor der Tür das angeprallten Himmel fehlt. Wie ein Schrämpchen, bringt es in dein Herz und hat dich Schluss gewählt. Draußen ist in den Sand, der Steher vor der Tür, der uns vergisst. Die Jahre rinnen, während fällt die Kohle in unsere Schuhe pisst. Steigen ohne Stiegen, fliegen hinter Türen. Fliegen ohne abzubiegen ins geträumte Zwei kleine Nachträge noch zu Herr Horst, den wir gerade gehört haben oder die wir gerade gehört haben, ist ja ein Bandname. Es wird zu diesem Song auch ein animiertes Video geben, hat mir Horst gerade noch zugerufen. Vor oder nach Weihnachten wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Auf alle Fälle einfach mal verfolgen, was so passiert mit Herr Horst. Erstens auf der Website, zweitens in den Streams und drittens am 15. März bei Speiche, Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Dort haben wir richtig lange Zeit, 2 Stunden lang uns da etwas intensiver damit zu beschäftigen. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. 18 Uhr Speiche in Berlin in der Raumer Straße im Prenzlauer Berg oder einfach Rockradio anklicken. Am 15. März ist ein Dienstagabend, 18 Uhr. Schon mal vormerken. Und am besten vorbeikommen. So, und nun schnell in den letzten Minuten zu den Spitzenreitern der Liederbestenliste im März. Platz 3 gibt es nicht, weil der zweite Platz doppelt besetzt ist. Zum einen mit den Grenzgängern von ihrem Doppelalbum Die Lieder der Kommune. Hier konkret zusammen mit Johanna Zeul und dem Song Propaganda der Chansons. Ja, und auch auf 2, wie schon angedeutete Barbara Thalheim, von mir persönlich empfohlen. Dann im Januar auf 18, im Februar auf 4 und nun eben auf 2 mit diesem Song. Thank you.
man mich als edles Wild mit Henkers Knechten fing. Und ob ich hinterm Festungswall mit den Gefangenen ging. Und ob mich längst der Hügel deckt, auf dessen grünem Morgenrot die junge Bäuerenkränzer legt. Doch sag ich euch, ich bin nicht tot. Und ob ihr mir die Lockpracht von meinem Schädel schort. Und ob ihr zu Genossen mir Mörder und Dieb auserkort. Und ob ich Zuchthaus Kleider trag, im Schoß den Napf mit Erbsenbrei. Und ob ich Werk und Wolle spinn, doch sag ich kühn euch, ich bin frei. Und ob ihr ins Exil mich jagt und durch die Länder hetzt. Und ob ich fremde Erde such und stumm mich in die Asche setz. Und ob ich wunde Sohlen tau, in ferner Wasserströme lauf. Doch meine Harfe nimmermehr hält ihr an Babels Weiden auf. So, die Zeit rennt doch wahnsinnig schnell. Was ich noch unbedingt sagen will, Barbara Thalheim ist mit dieser CD, mit ihrer aktuellen CD, ganz weit vorn. Sie führt die Bestenliste des letzten Vierteljahres beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik an. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Auf 2 im März in der Liederbestenliste, ja, und auf 1 von 2 kommend der Mann, den wir jetzt noch ganz kurz hören. Den Song haben wir schon mehrfach gehört. Ich sage für heute tschüss, wir hören uns Ende März wieder mit der Liederbestenliste. Ihr wisst, am 15. März dann Herr Horst nochmal ganz ausführlich in Speiche entweder vorbeikommen oder am 15. März 18 Uhr einschalten. Wir würden uns freuen. Ich freue mich dann auch auf Ende März mit der nächsten Liederbestenliste und sage für heute tschüss. Ein fernes Land, auf dieser Erde, irgendwo am Rand, mit guten Leuten um mich her, zwischen Bergen und dem rauen Meer, und dem rauen Meer. Wo sie liegt, das weiß ich ja noch nicht. Manchmal zeigt sie nachts ihr sanftes Licht. Wenn ich mutlos in der Fremde stehe und voll Sehnsucht in die Sterne seh, in die Sterne seh. Alle, die mir nah sind, leben dort. Alle Herren, Menschen treibt es fort. Es wird gern gesungen und gelacht, weil uns nicht der Neid zu Feinden macht. Ein sanfter Mund, unter Brücken schläft nicht mal ein Hund. Starke Bäume säumen die Allee. Es gibt Wein und Milch und grünen Tee, Milch und grünen Tee. Du kannst flüstern und du wirst gehört, wo der eine nicht den anderen stört. Diese Heimat sagt man gäb es nicht, und man zeigt mir störrisch den Bericht von der Welt, die sich verbrennt wie Stroh. Doch ich weiß, es gibt sie irgendwo. Ein fernes Land zwischen einem Fluss und einem Strand, weit gefächert wie ein hoher Baum,
zwischen wacher Welt und einem Traum, zwischen guten Leuten um mich her, zwischen Bergen